Randy. Hallo, Harry. Head auf Bandausgabe. Hast du einen Tipp, wie es hier schnell flutscht und so? Sehr schön wäre es, wenn ihr alle eure Tickets schon rausholt und mit dem Barcode nach oben zu dem Scanner geht, weil der dann sofort scannen kann. Das wäre ein Traum. Also wenn sich hier unsere Metalheads anstellen, ja, Ticket schon mal rechtzeitig zücken. Richtig. Und dann mit Barcode nach oben, damit ihr schnell scannen könnt. Genau, das ist dieser Aufkleber, der da drauf ist. Das wäre ein Traum. Genau, dann würde es sehr schnell gehen. Wir haben ja 40 Service Points hier an der Bahn. Genau, 40 Service Points. Ist auch, glaube ich, gut, wenn man mal guckt, ob irgendwo frei ist. Richtig. Nicht gleich am ersten stehen bleiben, sondern sich hinten anstellen und immer schön durchgehen. Bis vorne zum letzten Fenster, weil alle können ein Band rausgeben, würde man das alles sehr beschleunigen. Und hier gibt es auch noch was? Die Full Metal Bags gibt es hier auch noch. Hast du schon ein Full Metal Bag hier? Bestimmt. Müssen wir mal schauen. Wir flüttern jetzt ein Full Metal Bag. Full Metal Bag 2016. Für den umweltbewussten Metalhead eine Mülltüte. Mhm. Haferflakes. Haferflakes. Taschentücher. Feinschmalen. Die Dinge, die man so wegwischen muss. Ein Pflaster? Ein Pflaster. Ui, das ist neu. Ein Wackenpflaster. Das ist neu, ja. Genau. Ein schwarzes Wackenpflaster. Aufkleber fürs Auto. Die Flasche. Ah! Die für die Getränke, die man überall auch umsonst auffüllen kann. Die Wasserflasche. Mhm. Und ein Gürtel hängt. Da ist nämlich die ultimative Gürtelschnalle dabei. Mhm. Sehr praktisch. Den Regenponcho. Jedes Jahr, aber dieses Jahr brauchen wir den nicht. Den Kugelschreiber. Kondome. Die brauchen wir dieses Jahr auch nicht. Tun wir zu den Taschentüchern. Das Lanyard. Ah ja. 29. Die Karte für die Lieben daheim. Und das ist ein? Das ist ein Patch. Für die Kutte. Genau, für die Kutte. Eine Menge Literatur und ein schönes Poster. Das ist nämlich ein Poster. Vielen Dank, dass ich mal in einen Full Metal Bag schauen durfte. Gerne, gerne. Der komplette Inhalt eines Full Metal Bag. Oh Gott, ich habe was vergessen. Drei kleine Sachen. Aber ganz wichtig. Oh, Ohrstöpsel. Und den Magneten für den Kühlschrank. Und der Haken fürs Zelt. Der Duschhaken. Der Duschhaken, okay. Ja, den kann man ja mitnehmen zum Duschen. Da kann man sein Handtuch dran aufhängen. Oder seine Bauchtasche. Du hast recht. Da kann man ja ganz viel dran aufhängen. Da kann man viele tolle Sachen dran aufhängen. Also das ist ein Duschhaken. Ansonsten ist da noch eine Handkrille, aber die bleibt einzigartig und vor allem hier. Ja, ich bitte darum. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Ihr auch. Tschüss. Heute gibt's Eierschecke. Komm, Jimmy, schneid an. Lasst es euch schmecken. Hallo Metalheads! Wir befinden uns mit dem Aufbau des 27. Wacken Open Air auf der Zielgeraden. In den letzten 14 Tagen haben die Jungs und Mädels hier richtig fett abgeliefert. Dafür an die gesamte Crew von mir ein riesengroßes Dankeschön und auch dafür, dass ich wieder hautnah mit der Kamera dabei sein durfte. Nur so ist es möglich, euch die Bilder vom Aufbau des Festivals zu zeigen. Die großen Gewerke sind alle fertig. Jetzt ist die Abteilung Ton, Licht und Video dran, die Bühnen mit entsprechendem Material zu bestücken und dann kann es in wenigen Tagen hier auf dem Holy Ground wieder richtig rund gehen. Ich hoffe, ihr hattet in den letzten 14 Tagen mit den Pots ein bisschen Spaß und vielleicht konnte ich euch damit auch die Wartezeit, bis es denn endlich auch für euch hier in Wacken losgeht, ein bisschen verkürzen. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch eine stau- und stressfreie Anreise zum Holy Ground und wünsche euch viel Spaß auf dem 27. Wacken Open Air. See you in Wacken, rain or shine.